Ladies and Gentlemen, Hallöchen zum Hearthstone-Turnier. Mein Gegner ist heute John McCloud. Hallo, John. Hallihallo. Der mich ordentlich rapen möchte. Meinst du? Ich hoffe mal nicht. Ich gebe mein Bestes. Ich habe zwar den Trailer bei uns auf dem Kanal gemacht, aber ursprünglich sollte Jay bei uns spielen, weil der ja auch voll der Hearthstone-Pro und Crack ist. Yeah. Und ich halt nicht. Jetzt haben wir uns gesagt, das wäre voll unfair und so weiter, weil Jay einfach der Obermeister ist vor dem Herrn. Deswegen lassen die jetzt mich ran, ja, damit ich den Varo-Bram machen kann und eventuell innerhalb von den ersten anderthalb Minuten rausfliege. Egal. Ah, das ist doch jetzt nur Taktik, damit ich hier Leichtsinnfehler mache. Ich bin gespannt hier. Okay. So, das sind meine drei Decks. Ich habe mir da wenig bis keine Hilfe geholt. Das Einzige ist halt, guck mal. Komm, wir spielen mal damit. Okay. Ich bin langweilig. Ich habe leider nur ein Deck vorbereitet, aber mal gucken, ob es fruchtet. Ich habe noch nie mit diesen Decks gespielt, möchte ich ganz kurz erwähnen, ja? Okay, oh je, Rexa, okay. Ah, gegen einen Druiden. Yeah. So, was haben wir denn hier? Ah, die Münze. Die Münze zu haben ist immer eine gute Sache. Ja, das finde ich auch. Ich finde, die Münze ist immer so ein kleiner, gewisser. Also, das finde ich mehr Vorteil, wie dass man anfangen darf, finde ich. So, ja. Dann gucken wir doch mal. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Möge der Bessere gewinnen, wie man so schön sagt. Ich bin dran. Aha, aha. Ja, gute Frage. Okay. Geh mal aggressiv. Das erste Tier aus deinem Zoo. Das erste Tier aus meinem Zoo, so sieht's aus. Okay. Ich werde natürlich zu den Karten jetzt nicht allzu viel sagen können, weil so mein Gegner hört das ja im Zweifel. Natürlich, natürlich. Das aber ich werde halt immer drüber gehen und so weiter oder mit Gestiken versuchen, euch zu erklären, was ich machen will. Aber ich könnte. Aber dann hört ihr mal dieses Mikrofon activated, falls ich mich mute oder entmute. Achso, okay. Ich hab da einfach gehört. So. Autsch. Okay, was macht mich aber deine komischen scheiß Waldkristalle kommen? Ja, die kommen bestimmt irgendwann. Gottes Schild. Yay, wer liebt es nicht? Ach, ich mag diesen kleinen Roboter, er ist so süß. Ja, dann. Haben wir einen 4-4-Spott-Mischerbären, der hoffentlich dagegen stehen wird. Der Werbär. Was machen wir gegen den? Mal gucken. Ach komm. Machen wir mal da. Ganz schön frech. Aber hey, dem Bär geht's noch gut. Er hat scheinbar auf den Bären geschissen, wollte ich sagen. So. Okay. Ah, ist das spannend. Das ist mein erstes Hearthstone-Turnier. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich gleich auch hier. So. Da ist mein Gottesschild futsch. Das war der Plan. Dann spiele ich das. Und dann spiele ich noch das. Okay. So, mal gespannt hier, was da jetzt entgegengeworfen kommt. Gucken wir doch erstmal, was du da für ein Geheimnis hast. Okay, das schon mal nicht. Gut, dann machen wir mal weiter im Text. So. Okay. Du magst anscheinend Geheimnisse. Ich mag Geheimnisse. Jetzt macht meiner auch. Sehr gut. Gut zu wissen. So, ich. Ist halt euch einig, ich meine, das ist schon mal eine gute Basis. Wir sind uns einig, ja. Das reicht
Ja, Moment, ich brauche noch ganz kurz. Ja, du, kein Problem. Wildschweinalarm. Wildschweinalarm. Okay. Mhm. Na scheiße, den muss ich jetzt angreifen. Okay, dumm gelaufen. Gut. Mal probieren. Das habe ich befürchtet. So nicht, Schnucki. Na gut, dann muss halt ein Bär dran glauben. Aua. Wie schon sagte bei dem Geheimnis, das habe ich befürchtet, ey. Ja, ich kenne diese Jägertypen da mit ihren Geheimnissen. Das, diese zwei Schaden, das ist mir schon so oft begegnet. Wah, furchtbar. So. Dann bist du dran. Okay. Dann wollen wir mal auspeitschen hier. Oh, krass. Spürt den Zorn der Natur. Aua. Okay. Boah, da gibt er mir aber richtig, leck mir am Arsch. Ja, der Prankenhieb ist eigentlich so, ja. Das ist schon ziemlich mies vom Druiden. Mal Spott weg, ja? Mhm. Wir machen mal Spott drauf, ja? Ist eine gute Taktik. Ich glaube, das mache ich auch. Spott weg. Spott drauf. Man spielt ja krass mit Legendary-Karten, Alter. Ja klar, was sonst? Kann die Karte überhaupt? Tot, wa? Ne, ich habe noch 4 Leben. Ich habe noch 4 Leben. Dann rufe ich einen zufälligen Wildschirmbegleiter herbei. Schon wieder der. Ja. Ja. Du bist dran. Alles klar. Dann werden wir mal das Tierchen leider entfernen. Jo. Der Shit, Alter. Aber hey. Arsch, ohne Spaß. Ich sag's euch, weil das wird eine einfolgen Half-Zone-Turnier-Runde. Ich glaube, ich weiß immer nicht, womit der spielt, ja? Best of three, ich meine es noch alles drin. Mental darauf vorbereiten. Ja, eben. Und ich bin auch direkt ready, wenn du möchtest. Ja, gerne. Und, werde jetzt versuchen, mal gegen anzustinken. Oh, Schamane, okay. Vor dem habe ich ja relativ viel Respekt, weil die können so viel Schaden raushauen. Und dann diese böse Froschkarte. Ich hasse die Froschkarte. Ja. Komm mal weg. Ja, viele sagen ja, Hearthstone ist mehr so ein Glücksspiel, ne? So, je nachdem, was für Karten kommen, kann das so unterschiedlich laufen. Ach, ja, was soll man dazu sagen? Ich weiß das echt nicht. Ich glaube natürlich, dass immer bei jedem Kartenspiel. Ja, genau. Sicher. Klar, warum nicht? Mach dir mal 3 Mana im ersten Zug. Lutscher, ey. Und wenn der stirbt, was passiert dann? Da kommt noch ein kleiner. Dann kommt noch ein kleiner. Der ist total handsam und so. Boah, Alter. Da echt mal was tun, das ist echt die große Frage. Mhm. Wäre dumm. Ich glaube, ich mach das. Leider der Zufall auf meiner Seite. Das ist immer gut. Boah, geil, Zauberschaden, jawohl. Lüpp bei mir! Nee, mach mal weg. Nein, lass doch stehen!
Das mag ich nicht. Ah. Okay. Uch, die Wölfe. Da jetzt erstmal durchkommen. Ja, dort sicher bei dir wieder nicht lange. Na, mal gucken. Machen wir mal das. So, und das. Aber durchkomme ich noch nicht. Ne, durchkommst du noch nicht. Ja. Was tun? Das auf jeden Fall tun. Nein, nicht noch ein Totem. Okay. Ja, jetzt hast du deinen scheiß Huren-Roboter-Ficker da. Ja gut, dann schick mal den Roboter ins Jenseits und den auch. So. Ach, als wenn ihr Spottwort helfen würde. Ja, ein bisschen. Zumindest noch. Hast du einen Lieblingscharakter so bei Hearthstone? Gar nicht richtig. Ehrlich bin. Ich glaube, am Anfang habe ich den Jäger ziemlich geliebt, aber dann bin ich doch auf Brühe umgestiegen. Oh, schön. Der kleinste Leggy, den es gibt. Aber mit großer Wirkung. Ja. Aber der ist nur eine 1-1. Mach ich jetzt. Ja, da machen wir das. Aua. Okay. Da hast du aufgeräumt. Ja, gucken wir mal, wie lange noch. Bin ich ja selbst sehr gespannt, ey. Ja, machen wir mal den. Und ja, ich liebe Spott. Ja, macht ja nix. Gott ist cool. Schon wieder die. Die kenne ich doch. Ja, was mache ich jetzt? Das und das bringt mir nichts. Das bringt mir auch gerade nichts. Das wäre Schwachsinn. Ja, dann. Ich sehe schon, wie es in den Kommentaren abgehen wird. Boah, Bram, du hättest das spielen müssen. Garantiert, dann kommen voll die Cracks dann und zerfleischen jemanden. Aber das kenne ich nur zu gut. Niemand kommt an mir vorbei. Ey, noch einen scheiß schwarzen Hurenritter wieder, ey. Den magst du nicht, ha? Ja? Der ist irgendwie nicht so geil. Ja, was mache ich jetzt? Das aus. Fuck. Ah, er lebt noch. Ja, aber... Okay. Hab's zur Kenntnis genommen, du magst ihn nicht. Und den anderen auch nicht, okay. Okay. Ja, gucken wir weiter. Dann brauche ich mal ein paar Karten. Mein Zug.
Was tun, was tun, was tun? Ich frage mich, ob... Alles nichts, wa? Ja, mehr Seelen, immer eine gute Idee. Okay, weiter. Okay. So, du machst mir zu viel Zauberschaden. Weg mit dem Drachen. Hä? Ja. Meine Freundin nennt den immer das Feuerpferdchen. Nicht angreifen? Ja, er verschießt nur Schaden. Also was heißt nur? Einem zufälligen Feind. Okay. Och, Menno. Zweig. Du Schlampe. Da hat sich's ausgefeuert. Ja, da hat sich's ausgefeuert. Jetzt sicher aber richtig, jetzt hast du einen 8-6er, wa? Ja. Okay. Da ist er! Der Frosch des Todes! Ich hasse ihn. Das Schaman stärkste Waffe. Du nicht nehmen Kerze. Es bleibt nicht viel Zeit. So. Okay. Ja komm, ich hab noch nicht genug Karten. Wann hast du eigentlich noch? 15. Nein, 13. Cool. Irgendwann sterbe ich noch an Decktod, genau. Ja, nicht mehr lange. Ja. Ein grausames Schicksal. Ja, was mache ich jetzt? Mal überlegen hier. Jo, ich weiß nicht. Na, ja, machen wir den noch. Auf jeden Fall mal schon mal eine deutlich spannende Runde. Diese zweite. Jetzt gerade, ja. Ja, gute Frage. Ja. Okay, dann was machen wir denn da? Das. Doch geil, die Karte. Ist zu OP. Du hast ja doch irgendwie zu wenig Mana, finde ich. Ich finde vier Mana für allen Schaden, allen Feinden einen Schaden und vier Schaden einem bestimmten. Irgendwie voll krass. Ja, das stimmt schon, ja. Was spiele ich denn noch? Lohnt sich irgendwie nicht. Joa. Ach komm. Manchmal vergesse ich Dinge. Oh je. Da steht nur noch einer. Auf den 6-2er da stehen. Meine Güte. Ja, es weg. Ist keine schlechte Taktik mit dem Zauberschaden. Das ist richtig drauf fixiert. Ich merke das schon. Nicht schlecht. Ja, okay. Ich habe 5 Lebenspunkte weniger als du. Ja. Ist ja noch nicht die Welt. So, was machen wir jetzt? Weiß nicht.
Ich frage mich, ob... Gefällt mir gerade alles nicht so. Ja. Na gut, machen wir mal. Nee, machen wir den. Verzeih nicht, Jüngelchen. Die Erdenmutter ist nah. Alter, und Spaß, wie viel Spottscheiße du hast, weil das ist ja Obershit einfach nur. Ja, ich nenne ihn auch gern den Death-Trui. Echt hier der Shit vor dem Herrn. Ganz ehrlich, mir gehen immer diese Rusher so voll auf den Keks, die mit ihren kleinen Minions kommen. Da habe ich mir gedacht, nee, ich mache genau das Gegenteil. Ja, scheint wohl gut zu funktionieren. Ja, mache ich das jetzt? Gute Frage, mein Freund. Aber eigentlich muss der weg. Ach nö. Er war doch nur so kurz da. Aber er kommt ja wieder. Ja, der ist immer noch eine 4-5er. Ja, ist ja gut. Wusch, weg ist er. Okay. Ich muss das Land bewahren. Ja. Ich ja, weil es so schön ist. Spontanzauber wäre noch cool, die man so zwischen den Zügen spielen kann. Spontanzauber, ja, stimmt. Ich höre raus, hast du Magic gespielt? Ja, ganz viel. Oh, ich hab's geliebt. Ich hab die früher so schön gesammelt. Aber sieht schlecht aus. Irgendwann wurde es mir zu kostspielig mit Magic, dann. Ja. Habe ich die Online-Variante gespielt, aber die fand ich nicht so toll. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ja. Der Shit, was für Karten auf der Hand hast, Alter! Ja. Aber Sylvana ist ganz nett. Also, die macht nichts. Das ist der Obershit vor dem Herrn. Ui. So. Okay. Boah, krass. Weg die Sau. Oh shit, Alter, Junge. Boah, leg mir am Arsch. Das wird jetzt. Das ist spannend, das, ja. Na, nee, das ist nicht spannend. Ich hab die Unterhand. Ja, den Zauberschaden, den nehme ich dir mal weg. Der nervt mich total. So. Du hast einfach zu viele Karten auf der Hand, ey. Okay. Aber schöner Drache. Den hatte ich noch nie. Manchmal vergessen. Ja. Ich hab ein Problem. Das ist verloren. Das ist gar nicht jetzt, das ist verloren. Ja, das kann ich mit einem Brüller eventuell bestätigen, leider. Also leider für dich. GG. Okay, aber hey, die zweite Runde war spannend. Das muss man so lassen. Ja, da machst du nix. Dumm gelaufen. Schön war's. Fahr ich,
fahre ich nicht nach München. Naja. Vielleicht irgendwann mal. Aus einem anderen Grund. Aber trotzdem, hat mich echt gefreut. Und zwar mir eine Ehre, gegen dich spielen zu dürfen. Ja, war mir auch ebenso eine Ehre, auch wenn du mich einfach mal wegrasiert hast. Ja. Der Shit, ey. Aber egal, rasiert ist rasiert. Trotzdem, vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen. Ihr könnt jetzt euch in den Kommentaren austoben, was für ein Scheiß-Snoop ich bin, ja. Gerne schreibt's da rein, ja. Ich, ja. Na, so schlimm fand ich es ehrlich nicht. Also, die Strategie im zweiten fand ich ganz gut mit dem Zauberschaden, aber es hat halt nicht so ganz gefruchtet. Aber es war nicht schlecht. Also, ich fand's doch recht spannend. Hat nicht gereicht. Also, bei 22 zu 27 Lebenspunkten habe ich gesehen, dass mir der Saft ausgeht. Hm. Ja, aber schön gelaufen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich die anderen Matches in diesem Hearthstone-Turnier auch noch mitverfolgen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Der findet nämlich auf der GameStar statt. Ich glaube, GameStar.de/Hearthstone-Turnier. Richtig einfallsreicher Link. Deswegen klickt einfach unten drauf oder hier irgendwo gerade, wenn ihr Bock habt. Zumindest bei mir im Video. Ich weiß nicht, wie es bei John ist. John sitzt da, glaube ich, lieber mit seinem Rasierer und rasiert die anderen lieber. Ich gebe mir Mühe. Aber da ich jetzt gegen dich verloren habe, wünsche ich dir zumindest jetzt Glück, dass du die Sache auch regelst. Ja? Danke, ich werde es versuchen. Mal schauen. Ja, gerade auch so Dalukart oder so, die müssen alle weg. Ja, dann. Ja. Haben wir denn noch? Ich weiß gar nicht, wer sonst noch dabei ist. Das habe ich auch nicht im Kopf. Aber ganz, ganz viele Bekannte. Ja, 32 Stück auf jeden Fall. Wenn ihr Interesse habt, guckt drauf. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem anderen Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.